Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Map Angendorf mit dem lieben Schwabenboy zusammen. Hallo. Hallo, Banause. So, wir haben mal weiter. Eine Runde. Jo, ich bin gerade noch auf Feld 4, mein Seher. Ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass ich dann irgendwann mal wieder nach der Palette schauen muss. Bestimmt sogar. Wird wohl drauf loslaufen wieder. Also wir müssen, wir sparen jetzt Geld auf den Kartoffelanbau. Genau, wir wollten irgendwas mit Kartoffeln machen, ja. Da wollten wir irgendwas sparen, ja. Dass wir irgendwann dann mal im Prinzip das Endgame hier gesehen haben mit den ihr Lebensmitteldingern, ne? Apropos Spare, ihr habt doch überhaupt kein Geld überwiesen, gell? Ne, ich hab schon Dispo überzogen. Was? Ja, zum Glück sind sie gerade günstig. Das stimmt, ja. So, Feld 1 ist gleich auch leer. Dann noch Feld 2. So, jetzt. Ja, so lässt sich das doch schon leben. So schnell mal fix Geld verdienen, gell? Genau. Wer schon weiß. Ich glaube, wenn deine Landwirtschaft so schnell gehen würde, Geld zu verdienen, würde das jeder machen. Ja, das ist auch nicht das. Bitte nicht mehr rückst für dein Zeugs. Ja, ich kenne einen. Der ist, der hat einen Bauernhof hier. Ich bin jetzt nicht in der Nähe, aber nicht so weit weg. Aber und vielleicht auch bloß noch billig. Ja. Der verdient eigentlich seine Kohle nur noch damit, dass er Sachen für Biodiesel anbaut. Dann gibt er am meisten, sagt er immer. Hm. Dann sagt er, ich wollte mal mit dem Discount, dass er mal. Ja, richtig, der sagt Kilo auch, Fleisch für 2-3 Euro ja, gut, verkaufen. Der ist ganz normal, der hat keine Tiere, der macht nur hier Felder und so. Ja, aber trotz allem, ich glaube, trotz allem. Oh, der braucht sowas gar nicht anpflanzen, so wie Kartoffeln oder sowas, weil der kann mit den Preisen nicht mithalten. Das geht nicht. Der macht auch fast nur Raps und so. Der hat halt dann auch hier so eine. Der macht auch Strom damit und sowas alles. Weil alles so gibt heutzutage. Und wie gesagt, der macht das halt für Biodiesel. Und wie gesagt, da kriegt er halt mehr Geld mit, da verdient er mehr Geld mit als mit Gemüse oder Weizen oder so. Ja? Ja, das ist das Problem. Ja. Er musste umschwenken, weil vorher, der hat also, ich kenne ihn schon, seitdem ich klein bin, kennen wir den schon. Früher hatte tatsächlich auch Mais und Kartoffeln und auch Weizen, hatte selber Brot gemacht und war immer richtig gut, richtig lecker. Wir haben auch öfter mal dann von dem Sachen auch gekriegt und so. Aber heute, ne, macht er gar nicht mehr. Kann er nicht mehr. Es ist ja kein Wunder, wenn alles immer billig. Ja. Aber das ist halt die, ne, die Philosophie der Menschen heutzutage. Aber ich muss sagen, ich gehe zwar auch im Supermarkt einkaufen, natürlich, ich glaube, da macht jeder. Kann mir keiner eigentlich erzählen, der das nicht macht, außer natürlich, der hat viel Geld zur Verfügung. Aber ich gehe auch oft dann wirklich mal in bestimmte Läden rein. Meine Frau zum Beispiel öfter mal auch beim Metzger rein, beim richtigen Metzger hier. Ne? Mache ich auch jeden Samstag. Und ich hole halt zum Beispiel mein Fleisch nur beim Metzger. Ja, macht meine Frau ja zum Beispiel auch. Wenn ihr zum Beispiel Braten macht oder was auch immer, die holt sich auch dann beim Metzger Fleisch. Das ist so. Und dann lassen wir uns auch nicht nehmen. So was. Ne? Und vor allen Dingen, das ist ja hier der örtliche Metzger, das ist ja dann auch noch, unterstützt ja im Prinzip dann auch noch die lokalen Geschäfte, die es noch gibt. Obwohl es ja, so wenig sind nur noch. Ja, oder hier zum Beispiel, wir haben auch einen Bäcker hier, der ist im Prinzip auch, weil du nur kurz ein Baby vor meinem Schlag leiser drin.
Der ist ja auch hier ansässig, auch ein lokaler Bäcker. Der macht das auch noch selbst, weil er hinten die Backstube hat. Und da gehe ich auch lieber meine Brötchen holen, auch wenn die 2, 3, 4 Cent teurer sind oder so, das ist mir egal. Aber ich unterstütze den damit. Und ja, sicher, das denke ich auch. Ja, und es ist halt auch sehr lecker, wenn du frische Brötchen hast, anstatt die, ich sag mal, von irgendeinem, ne, großen Unternehmen, die dann geliefert werden, die sind, obwohl die meisten Brötchen machen sie ja trotzdem frisch, weil die ja diese Automaten da stehen haben. Ja, aber den Leuten alles. Aber Brot ist ein ganz gutes Beispiel. Die kriegen die meisten nur geliefert auf diese Palettendinger da oder so und fertig. Ne? Und der macht die wirklich frisch. Das ist letztendlich trotzdem alles Fabrikware. Ja, klar, aber der macht, wie gesagt, der macht die schön frisch und den kann man auch fragen, wenn du mal irgendwas Besonderes haben willst. Ne? Keine Ahnung, den Kuchen oder so ein Kack oder Kuchenböden oder was auch immer. Die macht dir die auch frisch. Die kannst du dann am nächsten Tag abholen, die sind dann frisch gemacht und sowas. Das ist schon ein Unterschied, finde ich. Klar. Und ich sage, ich bin ein Freund davon, die wirklich die lokalen Ansässigen zu unterstützen. So viele gibt es nicht mehr, leider. Ja, die werden sie alle kaputt machen. Ja. Und das ist ja aber die Billig-Billig-Mentalität. Oh. Und das ist das Problem einfach. Das ist eine große Nachfrage. Ja. Haben wir keine. Nee. Das ist, was ich meine, ich habe letztens habe ich immer einen Prospekt. Das war ein kleines Beispiel von einer großen Handelsunternehmer. Ich sage jetzt keinen Namen. War Hackfleisch im Angebot für Kilo für 2,99, glaube ich. Mhm. Und dann stand unter anderem bei der Zutaten stand Trinkwasser dabei. Ja. Da denke ich, wozu muss in ein Hackfleisch Trinkwasser rein? Das ist eine gute Frage. Das ist doch nur ums Gewicht. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, und wenn ich dann das Ding in die Pfanne schmeiß, dann schwimmt mir das noch in die Pfanne. Ich kann es anbauen, aber das wird einfach nur im Wasser drin. Ja. Aber wenn ich zu meinem Metzger gehe und hol mir da Hackfleisch, dann habe ich wirklich auch Hackfleisch. Ja, vor allen Dingen hast du auch vernünftiges Hackfleisch, was eben nicht so ein. Und das ist auch ganz deutlich, das ist auch wesentlich dunkler, wie das, was du sonst in anderen Läden zum Beispiel genau siehst. Weil einfach mehr der Anteil an Rind und Fett, der Anteil an Rind einfach höher ist und dann Fett einfach niedriger. Genau, und da wollte ich gerade sagen, du hast halt, die steigern das Gewicht ja auch oft mit höherem Fettanteil. Ja. Oder haben mehr Schweinefleisch mit drin oder wir haben halt einfach billiger ist. Genau. Und irgendwoher muss der Preis ja kommen, also irgendwo müsste sie ja einsparen, kann ja gar nicht anders sein. Und wenn du dann siehst, du hast dir ein Steg empfand, das noch bloß ein halbes so groß ist, wie wo du das rein hast, wenn ich einfach ein gescheites Fleisch habe und jetzt zahle im Kilo auch 5 Euro mehr, das ist mir egal. Aber wenn ich dann 500 Gramm rein habe, dann habe ich nachher auch noch 490 oder 580 Gramm auf dem Teller und dann bloß noch 200 Gramm. Ja, das hast du oft bei, ich sage, ein gutes Beispiel ist diese Hamburger Pets oder wie man, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die man kaufen kann im Supermarkt. Du kannst ja diese Päckchen kaufen und ein Kollege von mir holt die immer. Ja, meine Frau hat sie auch schon gekauft. Die sind ja am Anfang auch so richtig groß, die Teile. Wenn du die dann so auf ein Brötchen tust danach, dann sind die ja nur noch, ich sag mal, die sind, glaube ich, noch niemals mehr halb so groß, die Dinger. Meine Frau hat sie auch schon gekauft, die kauft einfach nicht mehr, weil. Nö, Metzger gehen. Die stinkt gotteslästerlich, wenn du die erwartest. Ja. Da stinkt die ganze Bude, aber so richtig eklig. Ja. Selber machen. Und. Oder wirklich. Also, da hole ich mir, wie gesagt, also, wenn ich wieder da hole ich mir lieber frisches Hackfleisch und machen wir Frikadelle oder so irgendwas. Ja, oder ich sag ja, oder du gehst wirklich zum Metzger des Vertrauens, sagst du ja immer, ich möchte Hamburger Buletten haben, der macht dir die. Ja, eben. Gut ist. Und ich mache mir einfach ganz normale Frikadelle, also Fleischküchle. Oder das, ja. Genau. Aber ich sage ja, zum Prinzip ja, ich gehe auch lieber zum Metzger hier, sag zu dem immer, was weiß ich möchte 500 Gramm Hamburger Fleisch haben. Hamburger Buletten. Die macht der mir. Kosten zwar natürlich einiges mehr, ist klar, aber die schmecken erstens tausendmal besser. Ne? Und du hast deine weißt, was du kriegst. Du kriegst vernünftige Ware und nicht so einen abgepackten Kack. Eben. Ja. Also ich bin auch, ich,
Nein, lieber weniger. Genau. Aber dafür vernünftig. Genau. Lieber weniger, aber dafür lecker. Eben. Das muss ich auch sagen. Und der ist aber auch, wenn ich überlegt, den gibt es schon seitdem ich klein bin. Also den gibt es schon immer. Seitdem ich, also ich bin mein Metzger. Das sehen wir schon, ne? Sein Vater hat ihm jetzt gleich schon betrieben. Ja, und wenn ich überlege, das kommt ja nicht von ungefähr, wenn es die so lang gibt, ne? Ja. Da muss man ja dann immer sagen. Es ist wirklich so, ne? Es ist wirklich. Von der Qualität her, ich weiß ja, die schlachtet alles nur selber. Und wir ziehen ihr Vieh dann aus der Region. Da ist halt letztendlich, ja, du weißt, woher es kommt. Genau. Und es ist einfach viel wert. Und wie gesagt, da investiere ich ja gerne mal ein paar Euro mehr rein. Richtig. Und dann, wie hier meine Frau, die isst ja jetzt auch nicht jeden Tag Fleisch. Das ist ja, dann hält sich das ja auch noch in Grenzen. Wenn jetzt. Du brauchst ja alle jeden Tag Fleisch, wenn ich meine, das ist. Also meistens holt die sich dann wirklich für Sonntag, wie du jetzt auch gesagt hast, am Samstag ist er immer zum Metzger, holt die sich dann wirklich mal dann Fleisch dann und. Mit Gemüse und dabei und sowas. Schon da, wo ich nichts guckt. Und dann geht die auch, dann sage ich auch, dann geh doch zum Metzger rein und hol dir ein schönes Stück Fleisch und fertig. Und so viel teurer ist, wenn man jetzt mal so überlegt, so viel teurer ist das auch nicht. Wenn ich ein Kilo Brote kaufe und Schweinebrote und irgendwas, genau. Dann zahle ich meine, lass mir jetzt nicht liegen, vielleicht 10 Euro das Kilo oder sowas. Aber da essen wir zwei Tage davon, ja, weißt du? Ja, und vor allen Dingen, wenn du jetzt mal überlegst, selbst im Supermarkt, ein Braten, ein Kilo, meistens kosten die auch im Angebot so 5, 6 Euro. Ne? Aber wenn ich da halt ein Kilo hole, dann habe ich auch ein Kilo. Richtig. Und habe voll gespritztes Fleisch, das irgendwie mit irgendwas aufgespritzt ist. Genau. So. Und wie gesagt, da zahle ich dann lieber ein bisschen mehr und Hast vernünftige Ware. Das ist aber, ja, das habe ich immer so. Und weiß, wo sie herkommt. Also gerade im Fleisch bin ich da extrem empfindlich. So, dann einmal kurz abladen. Und dann haben wir, glaube ich, mit Raps fertig. Dann kann ich halt zur Dieselfabrik fahren, ne? Ich weiß nicht, aber fällt 47. Ich gucke mal kurz. Ne, 47, nichts angesät. Das war's dann. Mit Raps. Ja. Ja, und das ist einfach immer die immer billig Mentalität, die sich immer mehr durchsetzt. Und natürlich bleiben da die Kleinen irgendwann auf der Strecke, und das ist das Problem dann. Und irgendwann, wenn man von der großen Handelskette diktiert, dann entscheidet einfach die, und das ist doch jetzt teilweise sogar schon. Eben. Ne? Siehe zum Beispiel Milch, Butter und so, was ja auch durch die Medien gegangen ist. Auch mit einem großen Handelsunternehmen, was die Preise im Prinzip, wo die Milchindustrie, wie immer man die jetzt schimpft, das weiß ich jetzt gar nicht, wie das heißt, aber die haben dann gesagt, ja, das ist zu billig, weil die Kuhbauern, die verdienen nichts und bla, und die wollten die Preise anheben. Und dieses Handelsunternehmen hat gesagt, nein, machen wir nicht. Und haben die Preise so gelassen. Ja. Und da war der Ende mit dem Kuchen. Ja, das ist ja das Problem, weil einfach die Produkte kriegen einfach nicht die Wertschätzung. Ja. Wenn wir diese letztendlich eigentlich brauchen und eigentlich auch verdient haben. Das ist korrekt. Ich überlege, wenn der Heinz sagt, guck mal, bloß bei den Eiern, dann kriegst du 10 Eier für 1,10, 1,20. Aber die hole ich mir auch lieber. Eier hole ich mir meistens immer frisch auf dem Markt. Ja, aber jetzt müssen wir als Beispiel, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst, klar. Also Ei für 15, für 11, 12, 13, 14 Cent. Ja. Ich meine, da kannst du auch Zitage nachmachen. Und da kannst du ja mal ausrechnen, was letztendlich der Erzeuger noch kriegt. Ja, richtig. Ja, das weil der Händler mehr will ja auch was verdienen dran. Ja, ja, ich sage, ich hole mir Eier, hole ich mir echt immer auf dem Markt, immer. Das ist ja immer, da gibt es ja immer diese, ich sag mal, Bauernhofstände, ich weiß nicht, ob die wirklich vom Bauernhof sind, aber wo du halt alles möglich ist. Und dann hast du da auch Eier. Ne? Ich denke mal, die kommen natürlich vom Bauernhof, denke ich mal, die Sachen. Ne? Ist ja meistens so, dass das die Stände sind.
Da daule ich mir auch dann immer die Eier. Ich finde, die schmecken, ich weiß nicht warum, aber das ist, glaube ich, mein eigenes Empfinden. Mir schmecken die besser als die aus dem Supermarkt. Das ist so. Weiß zwar nicht, ob das sein kann, aber mein subjektives Empfinden ist so. Ich hole mir auch zum Beispiel Gemüse, hole ich mir sehr oft vom Markt. Gemüse, Obst und so. Bist du noch da? Ja. Also, ja. Sag nichts mehr. Ne, ich sage Gemüse und so hole ich mir eigentlich auch immer vom Markt. Wenn ich dafür Zeit habe oder meine Frau dafür Zeit hat, hole ich immer vom Markt die Sachen. Das ist ja auch kein Fehler. Nö. War das jetzt hier Ratzig, glaube ich, ja, ne? Kommt der Trigger? Ja. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, ob das da war oder ob das von der anderen Seite war. Du bist da? Bei dir, ja, ich bin da, ja. Ich darf ja nicht. Aber ich weiß jetzt also nicht, war das jetzt da, das Stück, oder war das auf der anderen Seite? Oh, passt schon. War da? Okay. Na dann. So, und ich bin mal wieder beim Palette fürs Laden. Weiß ich gar nicht, ich hab doch irgendwo gesagt, wo das als nächstes hin muss, aber ich weiß es nicht mehr. Weiß ich auch nicht. So. So, ein Anhänger voll Palette wieder. Ich glaube, so zweite Ding. Ein zweites Produktionsgebäude. Was glaube ich? Beim Depot. Beim Logistikzentrum. War ich eigentlich fast der Meinung, dass es da hin muss. Doch, Palette glauben fehlt. 100.000 kostet der Kartoffelernte. Mhm. So. Mal ganz kurz gucken, ob ich da jetzt richtig bin. Ja, da muss ich ja genau. Bin ich richtig. Ein Masthof bietet hier auch. Ja, den müssen wir verkaufen. Ach so, okay. Da unten bei der Viehzucht, bei der Tierzucht. Gegeben von der Gärtnerei. Und das ist dann für Fleisch wahrscheinlich, ne? Ja, und Eier. Ja, also die Tierprodukte, kann man sagen. So. Der druckelt heute extremst wenig, finde ich. Wenig? Ja. Also ich muss sagen, es läuft relativ gut. Das ist doch schön. Ja, so baue ich jetzt keinen Unfall. Also einfach habe ich jetzt noch nie Palette abgeladen und verarbeitet, wie gerade. Konnte ich im Logistikzentrum fast komplett drin fahren an der Abladestelle. Ich muss bloß mit dem Stapler noch zweimal reinfahren, dann konnte ich alles reinschieben. So, jetzt brauchen wir noch die Kartons und dann müssen wir hier eigentlich manchmal ein Rohmaterial. Ja, Palette sind voll. Obst brauchen wir auch noch. Tomate, Salat, Blumenkohl, Kartoffel. Da fehlen aber trotzdem noch irgendwo Leerpalette, ich weiß aber gar nicht wo.
Oder die zweite Einnahme ist. Auf jeden Fall kannst du gleich wieder die Folge beenden, wenn du möchtest. Muss erstmal hier irgendwas rauskommen und dann. Ja. Naja, mit Gewalt ging es jetzt auch. Okay, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schau beim nächsten Mal rein, wenn es weitergeht. Hier auf unserer Map Aggendorf. Bis dahin bleibt uns gewogen. Hinterlasst eine Bewertung und einen Kommentar. Schaut beim Banosium-Kanal vorbei. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bedanke mich bei euch. Tschüss. Ciao.